britische Airline Virgin Atlantic revolutioniert den internationalen Flugverkehr. Keine Sorge, ist nicht so, dass die Flieger ab sofort nicht mehr durch menschliche Personen gesteuert werden oder so. Nee, nee, nee. Es geht um etwas viel Bodenständigeres, nämlich die Uniform der Mitarbeitenden, richtig gehört. Ab sofort dürfen die nämlich frei wählen, welche Kleidung sie im Dienst tragen. Wow! Warum diese Entscheidung längst überfällig war und welches weitere Gimmick Personal und Gästen das Fliegen künftig zusätzlich erleichtern soll, darum geht es in diesem Video. Frauen mit Hosen und Männer mit Röcken, wo gibt's denn sowas? Ab sofort auf jeden Fall bei der britischen Airline Virgin Atlantic. Die stellt ihren Mitarbeitenden jetzt nämlich frei, welche Uniform sie beim Dienst tragen. Das Motto, Uniform ja, aber ob Rock oder Hose, hohe oder flache Absätze, das entscheiden die Mitarbeitenden selbst. Leider ist das durchaus eine Nachricht mit Neuigkeitswert, denn nach wie vor ist es bei so einigen Fluggesellschaften, genauso wie in vielen anderen Branchen auch, so, dass ihre Mitarbeitenden sich genderstereotyp kleiden müssen. Weiblich gelesene Menschen tragen dann etwa Bleistiftrock und Heels und männlich gelesene Personen Hose und Krawatte. Virgin Atlantic wendet sich durch diese Neuerung also von überholten Geschlechterklischees ab. Endlich dürfen die Mitarbeitenden das tragen, was ihnen zusagt, gefällt oder ihre Persönlichkeit unterstreicht, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität. Aber Virgin Atlantic setzt sogar noch einen drauf. Ab sofort können Besatzung und Passagiere einen kleinen Ansteckbutton benutzen mit den jeweiligen Pronomen der Person, die sie trägt. Diese Buttons machen einen Fakt deutlich, den wir längst alle kennen, nämlich, dass wir Menschen eben nicht in ein binäres Geschlechtersystem gefasst werden können. Neben he und oder she steht dort dann beispielsweise das genderneutrale they. Das Coole an den Buttons, die selbstverständlich freiwillig getragen werden dürfen, sie ermöglichen eine klare Kommunikation und einen respektvollen sprachlichen Umgang mit Queer-Identitäten. Und davon bin ich definitiv ein Fan. Immer mehr Fluggesellschaften haben in den letzten Monaten und Jahren ihre Vorgaben an Mitarbeitende gelockert. Bis 2019 gab es etwa bei einer norwegischen Airline noch Make-up-Vorschriften für Frauen. Das muss man sich mal reinziehen, so ganz nach dem Motto, Frau sieht gut aus und bedient, während der Mann die wirklich wichtigen Dinge im Leben leistet und das Flugzeug steuert. Oder wie ist das gemeint? Es ist schon lange dran, dass gerade die Fluggesellschaften solche Schritte gehen, denn sie haben über Jahrzehnte hinweg Gender-Klischees gefördert, die häufig besonders frauenfeindlich sind. Interessanter Fakt am Rande, die neuen Uniformen von Virgin Atlantic wurden von der Mode-Ikone Vivienne Westwood designt und die ist ja dafür bekannt, dass sie sich für queere Projekte einsetzt. Dafür gibt's zwei extra Daumen nach oben. Mit Dienstkleidung kennen wir von Kirchens uns im Übrigen ja auch aus, auch wenn es bei uns lange kein Thema war, wer hier die Röcke trägt. Schließlich durften das über lange Zeit hinweg nur Männer. Immerhin gibt es inzwischen auch schon ein paar weibliche Personen, die auch in der Liturgie vorkommen und da hilft die Dienstkleidung auf jeden Fall dabei zu erkennen, wer überhaupt eine Funktion hat. Aber leider gilt auch hier die gute alte Weisheit, Kleider machen Leute, oder ist es doch eher Leute machen Kleider? Fakt ist auf jeden Fall, dass die Kleidung katholischer Würdenträger ganz offen und ehrlich deutlich macht, dass diese Kirche eine diskriminierende ist. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich eines Tages zum Beispiel mal eine Frau mit Mitra sehen würde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie findet ihr denn die neuen Regelungen von Virgin Atlantic und welche Erfahrungen habt ihr mit Dienstkleidung und Uniform gemacht? Seid ihr Fans oder eher nicht? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Hier gibt's übrigens ein Video von Auf Klo darüber, was es mit den verschiedenen Pronomen auf sich hat und warum eine korrekte Verwendung der Pronomen zur gendergerechten Sprache dazugehört. Also klickt unbedingt mal rein. Und denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, so verpasst ihr nämlich kein neues Video vom Bodenpersonal mehr.